Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Auf unserer Suche, die Welt zu verstehen, da sind wir ganz am Anfang angelangt mittlerweile, ganz am Urknall, am Bang des Big Bangs und haben letztes Mal schon die kosmische Inflation kennengelernt, in der Variante, die favorisiert wird im Augenblick mit diesem Slow Roll, das heißt, das falsche Vakuum geht so langsam rollend in das echte Vakuum über. Hatten wir detailliert gemacht, das brauchen wir heute unbedingt. Also wer das noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Und heute legen wir noch eine kleine Schippe drauf beim Abstraktionsgrad und landen bei der ewigen Inflation. Eternal Inflation. Einem Modell, das bizarre Konsequenzen zeigt. Bis hin zu Multiversen. Und es liefert eine Antwort auf die Frage, die ja von Ihnen immer wieder kommt. Was ist denn jetzt außerhalb des Universums? Also wohin hinein expandiert denn dieses Universum eigentlich? Zeichnen wir uns den Verlauf unseres Inflatonfeldes, des skalaren Feldes zu Beginn, nochmal an. Wir hatten hier wieder die Energiedichte natürlich und das Skalarfeld selber und einen Verlauf, der ein Plateau zeigt erstmal. Möglichst lange oben, flach, flach, flach. Und schließlich kommt es dann hier zu dem Übergang ins echte Vakuum. Alle starten hier zur selben Zeit. Alle Punkte im Raum. Oh ja, ganz wichtig, was ich hier zeichne, das ist nicht irgendwie räumlich. So ein Mexican Head, der ist nicht im Raum irgendwie ausgedehnt, sondern das ist nur der Verlauf eines Wertes, einer Feldstärke, die an jedem Punkt genau diesen Verlauf nimmt. Also das, was ich hier zeichne, passiert an jedem Punkt im Raum. Und wir sind hier im ersten Schritt davon ausgegangen, alle Punkte starten gleichermaßen. Hier geht's los. Wir sind im falschen Vakuum, also inflationäre Phase. Dann rollt es hier ganz allmählich runter. Wir sind also lange Zeit auf dem Plateau oberhalb dieses echten Vakuums, dadurch Inflation, irgendwann sitzen wir dann hier unten. An jedem Punkt im Raum passiert das Gleiche. Kleinste Abweichungen gibt es dann doch, weil eben hier Heisenberg mit seiner Unbestimmtheitsrelation ein bisschen zu Schwankungen führt während des Runterrollens. Das ist der bisherige Stand. Das führt dazu, schauen wir uns das Universum einfach mal an, das wir hier erhalten, dass wir an einem bestimmten Punkt und an diesem Punkt und an diesem Punkt eine Expansion erfahren eines Universums, das jetzt hier dann schon aus Strahlung und Teilchen und einer kleinen kosmologischen Konstante besteht. Also im Prinzip sind die alle annähernd gleich groß, aber ganz kleine Schwankungen gibt es eben dann doch. Und im nächsten Zeitschritt werden die dann noch größer. Also das ist jeweils die Expansion in einem Zeitschritt. Das passiert so ungefähr in der Größenordnung von Lichtgeschwindigkeit. Während die inflationäre Phase ja ganz anders agiert. Machen wir uns hier noch irgendwas her. Die inflationäre Phase, die hat mit Lichtgeschwindigkeit erstmal gar nichts zu tun. Da geht es richtig zur Sache. Da haben wir gesehen, innerhalb von 10 hoch minus 38 Sekunden gibt es hier eine Verdopplung. Das reißt alles gewaltig auseinander. Also, wenn es an jedem Punkt stattfinden würde, dann werden die irgendwann auch aneinander kommen, weil ganz päpstlich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier ansprechen soll, ganz päpstlich wäre nämlich erstmal die Gesamtenergie auf der Oberfläche eines solchen Punktes, eines sich aus einer solchen ausdehnenden Blase dann, und erst wenn diese Oberflächen miteinander kollidieren, dann wandelt sich das wirklich in ein verteiltes Volumen, angefüllt mit diesen Teilchen. Vergessen Sie diesen Nebensatz. Im Endeffekt haben wir hier an jedem Punkt eine solche Expansion. Aber was wäre denn, wenn eben nicht alle zur selben Zeit starten? Was wäre denn, wenn diese Punkte hier schon mal
vorauseilen. Die sind hier schon angekommen. Andere Punkte im Raum noch nicht. Wir hätten also zwischen diesen ganzen Objekten hier, zwischen diesen Blasen, hätten wir jede Menge falsches Vakuum. Und dieses falsche Vakuum, das sind all die Punkte, die eben noch nicht hier unten angekommen sind. Dieses falsche Vakuum, ja, das expandiert jetzt inflationär, also viel schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, diese lokalen Blasen, die dehnen sich aus. Ungefähr, hier spielt die Lichtgeschwindigkeit eine Rolle, ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit. Das dazwischen viel, viel schneller. Das heißt, egal wie lange ich jetzt hier zuschaue, das wird wachsen, 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 aber der Zwischenraum wird noch viel effektiver anwachsen und die werden sich hier nie berühren. Nur was ist das für eine bizarre Vorstellung? Wer ist denn hier der Dirigent im Universum? Wer gibt den Takt vor? Erst beginnst du hier ins echte Vakuum überzugehen, dann dieser Punkt, dann dieser Punkt, dann dieser Punkt, dann dieser Punkt. Die Punkte dazwischen, die warten noch. Schauen wir uns nochmal den Verlauf an. Wir könnten genauso gut etwas höher starten. Wir könnten also auch sowas hier haben. Jetzt haben wir hier ein falsches Vakuum. Und dieses falsche Vakuum, das ist relativ stabil, weil hier ein ganz klarer Potentialwall besteht. Also das tut sich schwer, hier irgendwo rauszukommen. Aber, das haben wir ja längst in unserem Werkzeugkasten mit dabei, Sie sind ja alle schon spezialisierte Quantenmechaniker, Sie haben natürlich sofort bei diesem Hügel an eins gedacht, genau, an den Tunneleffekt. Wir sitzen zwar hier relativ stabil mit unserem falschen Vakuum, das heißt Inflation, 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 aber ab und an tunnelt uns ein Punkt davon. Tunnelt hier durch die Barriere und rollt frech hier runter. Hier gibt es noch eine Weile Inflation und dann enden wir im echten Vakuum. Und schon hat sich der nächste Punkt auf die Reise gemacht. Dann dauert es eine Weile und plötzlich sagt wieder einer, oh, statistisch, es ist soweit. Weil dieser Zustand hier wird letztendlich auch durch eine Wellenfunktion charakterisiert und die hat eben auch einen Ausläufer hier jenseits dieser Barriere, vorausgesetzt, die Barriere ist nicht unendlich hoch. Das ist der Tunneleffekt. Der Tunneleffekt ist also der Dirigent in diesem Universum, der vorgibt, wie statistisch sich die Punkte hier durchmogeln durch diese Barriere. Das wirkt jetzt hier so wie ein netter, unterhaltsamer Verlauf eines skalaren Feldes. Das hat bizarre Auswirkungen, weil diese Punkte, die sich jetzt hier bilden und infolgedessen Blasen bilden in diesem Universum, die können erstmal nicht aneinander, weil zwischen ihnen effektiver die Inflation läuft. Die Inflation selber kommt nie zum Erliegen, weil sobald sie hier die Punkte wieder auseinanderreißen, durch dieses Inflationäre, solange sie hier sitzen, sie sind viel höher als der echte Vakuumzustand. Das heißt, diese Differenz hier verschafft ihnen diesen Hebel, den Bang, und es expandiert, es expandiert, es expandiert und ab und zu lassen sie halt mal wieder einen Punkt raus. Sie erhöhen aber laufend die Spielwiese für solche Punkte, weil sie ja hier, das, was ich hier eingezeichnet habe, hier mit diesem Violett, das reißt ja permanent auseinander. Alle 10 hoch minus 38 Sekunden verdoppelt sich das. Das ist eine ewige Inflation. Und innerhalb dieser ewigen Inflation bilden sich immer wieder Blasen. Statistisch durch das Tunneln dieser Barriere. Das ist die Idee der Eternal Inflation. Genau genommen war das sogar die ursprüngliche Idee von Alan Guth, der diese inflationären Modelle aufgebracht hat. Der
dachte sich, ja, wir nehmen so einen Wal und lassen das tunneln und ist eben dabei auf das Problem gestoßen. Na, hoppla, in diesem Universum ist es dann schwierig, dass die Punkte sich hier wirklich überlappen. Zumal in den Rändern dieser Blasen eigentlich die Energie hängt und erst durch das Aneinanderprallen dieser Blasen wird dann die Energie wirklich in Teilchen umgewandelt. Also er war darauf angewiesen, dass sich hier ein Universum zusammenhängend bildet aus diesen vielen einzelnen Blasen. Das geht aber jetzt nur, wenn das dazwischen, dieses falsche Vakuum, noch ganz am Anfang seiner Verdopplung ist. Weil am Anfang, okay, das Doppelte von fast nichts ist immer noch fast nichts, da ist die Lichtgeschwindigkeit noch eine deutliche Ansage im Vergleich. Aber je länger Sie warten, umso effektiver wird das Doppeln, Doppeln, Doppeln. Und jetzt haben Sie das Problem, entweder Sie müssen ganz früh sein, Sie lassen wenig Verdopplung zu. Ja, wie wollen Sie aber dann das Flachheitsproblem, das Horizontproblem und die Verdünnung der Monopole, all das, was wir ja schon haben, besprochen haben im Detail, wie wollen Sie das dann wegbügeln? Schwierig. Da brauchen Sie jede Menge Verdopplung erstmal, am besten gleich 100. Und je mehr Verdopplung Sie zulassen, umso näher, fiktiver näher müssen Sie dann entstehen mit dem nächsten Punkt an dem Punkt, damit Sie gerade noch die Verschmelzung packen, bevor die Verdopplung sich schon wieder auseinanderreißt. Und dann reden wir plötzlich von 6 mal 10 hoch minus 50 Metern oder sowas, also weit unterhalb der Planck-Länge. Das ist auch schwierig. Man nennt das nach wie vor das Graceful Exit Problem. Also ja, dieser geschmeidige Übergang, den man hier bräuchte in das Universum, das wir halt vorfinden, da ist es schwer oder unmöglich, hier sogar Parameter zu finden, die dann all diese Probleme wieder befrieden. Das ist eine Zwickmühle. Und Alan Guth selber hat dann mit seinem Artikel noch geschrieben, am Ende, der war sich dieser Sache vollkommen bewusst und er hat gesagt, ich veröffentliche diesen Artikel jetzt in der Hoffnung, dass ich andere motiviere, die offensichtlichen Probleme, die hier noch bestehen, zu bereinigen. Also das ist der echte Gedanke der Wissenschaft, wie so ein Staffelholz. Man hat hier eine Idee, man bringt es irgendwie nicht zu Ende und man übergibt dann zumindest das Staffelholz in der Hoffnung, dass der Nächste es weiterträgt. Und es wurde weitergetragen. In eine Mischung aus beidem. Also wir haben hier sehr wohl dieses Sitzen in der Mulde, in der Potentialmulde mit dem anschließenden Tunnel, aber im Anschluss geht es eben doch noch sehr, sehr lange horizontal mit einem extrem Slow Roll. Dadurch haben Sie hier für so eine entstehende Blase immer noch lange, lange, lange Möglichkeit, selber hier sich auszudehnen, inflationieren nochmal. Also hier bleiben Sie lange oben, noch länger als ich das jetzt hier eingezeichnet habe, bevor Sie dann übergehen ins echte Vakuum. Das bringt Erleichterung an dieser Stelle. Und dann machen Sie den ganz großen Wurf. Dann gehen Sie her und sagen, okay, wer hat denn hier jemals gesagt, dass wir hier nur eine Potentialmulde haben können? Also wir können doch hier jederzeit. So was machen. Das heißt, ja, unterschiedliche Höhen, also die dürften jetzt hier ruhig sich noch besser unterscheiden, als ich das gezeichnet habe. Nehmen wir den hier noch ein Stück weiter runter, um das nochmal deutlicher zu machen. Also wir haben jetzt hier unterschiedliche Höhen, in denen lokal so ein labiles Gleichgewicht stattfinden kann mit einem falschen Vakuum. Und hier unten haben wir den Zustand, der am nächsten an der Null ist. Hier haben wir ja immer noch dieses Lambda, also diese Höhe hier, das ist ja unsere Konstante. Wir sind ja nicht Null, wir haben ja hier eine Konstante im Universum. Und so, jetzt sind Sie hier irgendwo und dann können Sie irgendwo anders hintunneln und alles Mögliche veranstalten und treiben jeweils eine ewige Inflation und bilden trotzdem jede Menge solcher lokalen Blasen, die sich bilden, lokale Universen, die für sich genommen, weil sie immer noch zu hoch sind, weiter Inflation antreiben. Irgendwann tunneln Sie vielleicht dann tatsächlich mal in das echte Vakuum. Das ist das Modell der ewigen Inflation. Ewig, ewig
wird sich hier der Zwischenraum vergrößern, eine neue Spielwiese generieren für weitere Punkte, die hier irgendwo von woher auch immer tunneln und sich allmählich nach unten vorkämpfen. Und weil diese Niveaus jetzt alle unterschiedlich hoch sind hier, kommt es eben zu unterschiedlich ausgeprägten inflationären Phasen. Dadurch kommt es auch zu völlig anderen Parametern in diesen Universen. Zu einer anderen Flachheit, zu ganz vielen Anfangsbedingungen, die Sie hier individuell einstellen. Hier bekommen Sie also jede Menge Universen mit individuellen Parametern. Multiversen. Das ist die natürliche Entstehung von Multiversen, von unendlich vielen wachsenden Blasen, in denen sich was auch immer abspielen kann, die im Extremfall auch kollidieren können. Je nachdem, wie Sie gerade selber, mit welcher Power Sie selber noch Inflation antreiben können, ist es durchaus möglich, dass Sie eine andere, schwächere Verdopplung dazwischen überwinden, wenn Sie nahe genug an einem Partnerpunkt entstehen. Das heißt also, wir enden hier in dieser Überlegung mit einem Universum, das eingebettet ist, zusammen mit unendlich vielen anderen lokalen Universen, eingebettet in ein falsches Vakuum, das immer weiter ewig inflationär sich ausbreitet. Wenn wir uns also die Frage stellen, wir sitzen jetzt hier oben zum Beispiel, also hier ist dieses You are here, wie es immer in diesem Plan heißt. Also wir sitzen jetzt hier mit unserem Planeten in diesem Universum und betrachten also lokal das, was sich hier expandiert und macht und tut in unserem Universum. Und wohin hinein dehnt sich unser Universum aus? In den Bereich der ewigen Inflation. Also dieses Modell hätte tatsächlich eine Antwort auf diese bohrende Frage, was ist denn da außerhalb? Wohin hinein dehnt sich denn das Ganze aus? Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja alles nett, was der da an die Tafel malt, aber kann man das irgendwie falsifizieren oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, das naturwissenschaftlich abzuklopfen? Beweisen können wir eh nichts, da sind wir lange schon drüber weg. Aber können wir eine Prognose stellen, die wir dann abklopfen könnten? Und das geht. Die Prognose wäre, in Abhängigkeit dieser Landschaft wird hier mehr oder weniger Blasenbildung stattfinden. Je mehr Blasenbildung hier stattfindet, umso eher werden auch Blasen kollidieren. Einfach statistisch. Viel mehr Blasen da, viel mehr Interaktion. Dann statistisch passieren eben dann auch mehr in sehr, sehr dichter Nähe, auch mehr mal in 10 hoch minus 50 Metern Entfernung, weil einfach insgesamt mehr ist. Einfach statistisches Argument. Mehr hier, Blasen, die sich überlappen. Das müsste man dann innerhalb der Blase nachweisen. Wie würde man das innerhalb dieser Blase, innerhalb unseres Universums nachweisen? Naja, Sie haben es längst erraten, in der kosmischen Hintergrundstrahlung, da wo wir alles nachweisen. Das heißt, da müsste es charakteristische Flecken geben. In dieser sonstigen Gleichverteilung, in diesem homogenen Bild der kosmischen Hintergrundstrahlung müsste es charakteristische sphärische Bereiche geben, die ein bisschen andere Temperatur aufweisen. Da, wo die Blase kollidiert ist mit unserer. Selbst die Helligkeit dieser Flecken würde wieder Rückschlüsse erlauben auf die Dynamik der Inflation. Mächtigere Inflation würde dunklere Flecken machen. Also man hat hier ganz klare Prognosen aus der Berechnung, hier überlegt man sich einiges. Diese Prognosen beeinflussen jetzt diesen Verlauf auch. A, kann man sie messen, man kann einfach den kosmischen Hintergrund anschauen. Sind da Flecken, ja oder nein?
Das wird tatsächlich gemacht. Und wenn wir sowas mal finden sollten, wäre so eine Prognose erfüllt, dann würde auch die Helligkeit des Flecken, die Größe des Flecken, die Beschaffenheit des Flecken, sagen wir es mal so, Rückschlüsse erlauben auf das, wie sich hier ungefähr diese Landschaft verhalten soll. Ja, ich weiß, das ist wild. Und da geht es vielen so. Deshalb ist in der wissenschaftlichen Community der Fokus eher auf einer anderen Messung. Man möchte nämlich aus der Frühphase des Universums die Gravitationswellen messen. Ist ja klar. Hier werden Massen, hier werden Energien dramatisch bewegt, beschleunigt. Das schreit nach Gravitationswellen. Und diese Charakteristik der Gravitationswellen, dass sie also stauchen und dehnen, die lässt sich dann deutlich unterscheiden von der Charakteristik eines nur Dichteschwankens. Also wenn Sie Dichteschwankungen haben, ist das ein klarer Verlauf. Den können Sie jetzt extrahieren aus den Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung. Da muss sich ja sowas dann auch letztendlich niederschlagen. Wenn in der Frühphase solche beides, hier gab es natürlich Dichteschwankungen, klar, die separieren Sie aus diesem kosmischen Hintergrund heraus. Und dann hoffen Sie, dass etwas übrig bleibt, eine Signatur, die dann eine andere Form der Moden verraten würde. Also hier gibt es E-Moden, das sind die von den Dichteschwankungen. Wenn Sie so eine Aufnahme sehen, ich zeige Ihnen jetzt gleich etwas, das wurde am Südpol gemacht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sowas haben, dass diese Richtungen geben jetzt solche Polarisationsrichtungen an. Ich komme gleich dazu. Also das wär ja hier so eine klassische E-Mode. Oder auch sowas ist eine klassische E-Mode. Also die wollen Sie nicht. Und was wir schon wollen, was wir gerne hätten, das ist so eine Wirbelbildung. Und die jeweils in dieser Richtung und auch in der gegenläufigen Richtung. Das würde jetzt eine Gravitationswelle oder deren Auswirkungen auf die Polarisation hier in der kosmischen Hintergrundstrahlung, naja, aufzeigen, stützen. Das wäre natürlich dann auch ein schon griffiger Nachweis, dass hier Gravitationswellen in der Frühphase im Spiel waren. Und wenn die im Spiel waren, dann stellt sich die Frage, wo kommen die her in dieser Ausprägung? Und dann könnte man aus der Ausprägung dieser Wirbel hier in der Polarisationsrichtung rückschließen auf, wie war denn das? Was war da am Anfang? Das wurde gemacht oder wird nach wie vor am Südpol gemessen. BICEP, dann gab es BICEP 2. Man schaut einen ganz engen Bereich am Himmel an. Das ist wie so Zen-Buddhismus. Du schaust immer auf dieselbe Stelle und arbeitest hier die geringfügigsten, kleinsten Schwankungen in dieser Polarisation heraus. Und das führt zu diesem Bild. Ich blende Ihnen das mal ein. Hier sind jetzt die E-Moden schon entfernt. Und dann sieht man diese Wirbel, die sind auch noch farblich kodiert. Das ist also rot und blau ist jetzt nicht, wie sonst in der kosmischen Hintergrundstrahlung, irgendwie diese Temperaturschwankung, sondern rot steht für rechts herum, also im Uhrzeigersinn Wirbel. Und je röter, umso stärker ist der Wirbel ausgeprägt. Und blau steht für gegen den Uhrzeigerwirbel. Und eben je dunkler das Blau, umso ausgeprägter ist der Wirbel gegen den Uhrzeigersinn. Leider haben sich die Daten der Kollegen von BICEP 2 dann als Messfehler erwiesen. Die Planck-Mission, die dann kurz darauf ihre Daten publiziert hatte, konnte zeigen, dass es sich hier bei dieser Polarisation in dem Bild, das ich Ihnen gezeigt hatte, tatsächlich um Staub in der Milchstraße handelt. Und ich habe es Ihnen trotzdem gezeigt, weil es das Prinzip herausarbeitet. Also so stellen wir es uns vor, so müsste es aussehen. Diesmal hat es halt noch nicht geklappt.
Merken Sie das, je näher wir rankommen an die Ränder hier zeitlich, an den Urknall, je mehr wir hier bohren und versuchen zu verstehen, umso verrückter wird das Ganze. Also hier sind plötzlich Multiversen in einer ewigen Inflation, in einem Bad. Blasen, lokale Blasen in einem ewigen Bad der Inflation. Also wir sind also nur so eine Schaumblase in einem gewaltigen Schaumbad, das hier auseinanderdriftet mit irrwitziger Geschwindigkeit. Vielleicht ist das die ultimative Kränkung. Wir haben ja schon mal gesehen, wir sind nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems, wir sind nicht der Mittelpunkt der Milchstraße, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums und wir sind nicht mal der Mittelpunkt eines Schaumbades unendlich vieler Multiversen. Und wenn man das hier zu Ende denkt, dann gibt es auch alle möglichen Parameter hier. Das heißt, alle möglichen Universen, die dadurch entstehen, dass hier mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Inflation stattfindet, andere Parameter von lokalen Blasen. Da gibt es natürlich dann Blasen, die sind lebensfreundlich und andere, da ist es nicht denkbar, dass sich überhaupt irgendeine Struktur bildet. Und selbst wir, die wir in einer offensichtlich lebensfreundlichen Blase leben, müssten uns dann bewusst sein, weil es unendlich viele davon gibt. Gibt es auch unendlich viele, die unserer extrem ähnlich sind. Das ist eine reine Statistik. Das ist die Mächtigkeit der Unendlichkeit. Also es könnte ganz viele parallele Universen geben, die unserem ganz, ganz nahe kommen. Die von ihrem Inhalt, von dem, was sich dort abspielt. Das sind solch bizarre Überlegungen. Noch schlimmer, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das überhaupt erzählen soll, weil also man könnte richtig Paranoia entwickeln. Erstmal sind wir nicht davor gefeit, mit einer Blase zu kollidieren, wenn dem so wäre. Vielleicht entsteht oder vielleicht entstand schon lange vorher jetzt ganz nah bei uns eine Blase und die ist in uns hineingeknallt. Wir haben es nur noch nicht mitgekriegt, weil bis sich diese Auswirkungen bis zu uns ausbreiten, nämlich dass hier die Naturkonstanten sich plötzlich alle ändern und alles zu einem Ende kommt, das würde sich etwa mit der Geschwindigkeit zu uns fortpflanzen, mit der wir auch überhaupt nur Information erlangen könnten. Also die Lichtgeschwindigkeit ist hier wieder der limitierende Faktor. Das heißt, wir hätten null Vorwarnzeit. Das könnte jetzt, vielleicht noch vor dem Ende dieses Videos, könnte zack, dieses Universum zu Ende sein. Oder wenn Sie das Buch lesen, vielleicht blättern Sie jetzt gerade die letzte Seite um. Dann, das war's dann. Oder, das ist die eine Konsequenz. Oder, wir haben ja hier gesehen, ja, wir sind nicht bei der Null. Ja, wir sind hier bei Lambda. Größer Null. Wir sind nicht bei der Null. Ja, wer sagt uns denn, dass es nicht irgendwo hier noch einen tieferen Punkt gibt? Mit einem kleineren Lambda? Oder vielleicht hier sogar der Null? Oder es wäre sogar, es wäre sogar was Negatives möglich. Aber jetzt machen wir es uns nicht schwerer, dass es sein muss. Nehmen wir die Null. Das heißt, vielleicht tunneln wir in diesem Augenblick gerade durch diese Barriere hin zur echten Null. Das könnte auch jetzt der Fall sein. Das kann auch irgendwann in ferner Zukunft erst passieren. Aber das hier zu Ende gedacht, ich hatte Ihnen versprochen, das wird eine bizarre Geschichte. Da ist einiges los. Also, ich würde mal sagen, genießen Sie dieses Leben so gut es Ihnen nur möglich ist. Bestaunen Sie diese Welt, in der wir leben. Es gibt keine Garantie, dass sie morgen noch existiert.